Die meisten Touristen und Gäste von Timmendorfer Strand wissen gar nicht, dass es südlich von Timmendorfer Strand einen großen See gibt und ein Naturschutzgebiet. Der See ist 5 Kilometer lang und circa 2 Kilometer breit, aber die Besonderheit ist es, der Seeboden ist die tiefste Stelle des Festlandes der Bundesrepublik. Von dem Hermann-Löns-Turm, an dem wir gerade sind, hat man einen wunderschönen Blick über den See. Man kann bis nach Lübeck die Marienkirche entdecken. Und dieser See hat auch noch Besonderheiten. Störtebeker hatte hier mal ein Versteck. Und der berüchtigte Pirat und Napoleon wollte Kriegshafen errichten und Hitler sogar einen geheimen U-Boot-Hafen.